und ich Trottel springe hier runter. Ja, komm, ich komm schon. Ja. Komm hier hoch! Ja, ich komm ja schon. Ich will mitfliegen. Du musst das Seil kappen! Oh nein! Arno! Geht es dir gut? Oh oh. Fenster. Arno! Alles gut! Vielleicht haben die es ja doch auf mich abgesehen. Was hast du bloß ausgefressen? Ist eine lange Geschichte. Die will ich nicht wissen, die lange Geschichte. Schneller! Hey! Oh, pardon, Monsieur. Tut mir leid, aber ich muss hier durch. Ah, geil. Aber wenn sie jetzt noch ein paar Funktionen von den anderen Sachen haben. Beeilung! Nicht Feuer. Wir haben keine Zeit für sowas! Oh, schnell. Bereit machen! Bereit! Wir sind schon fast beim Fluss! Schneller! Wo muss ich eigentlich den ganzen Weg rennen? Komme! Oh. Mein Gott! Knapp. Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg. Wunderschön. Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also, das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elise, ich... Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Oh, was für ein Ende. Oder? Was haben wir denn? Ich halte mal ein bisschen meine Klappe. Die Flucht. Die Flucht. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Wo sind wir? Und wo ist Elise hin? Den wird schon jemand holen. Hoffen wir mal. Bestimmt. Ge
Gesundheit. Oh, wir sind hier hinten. So, wo ist jetzt unsere Mission? Haben wir keine Mission? Ah. Oh, nicht schon wieder ein Riss. Nein. Hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Die Kessel, Giftgas, Schloss, Kugelfähigkeit, Knall aus dem Boden, Eisenfell, okay. Ja, ich würde mal gerne auf Gesundheit gehen, oder? Sechser, was haben wir noch im Fernkampf? Ach ja, da hatte ich ja das, genau. Ich würde wohl. Ich verbessere Dunklinge. Können wir zweimal schießen. Finde ich interessant, behalten wir. Und Giftgas. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Hey! Wie konnte der... Wie konnte der entfliehen? Und ich komme. Hab dich. Habe ich ihn geknackt. 9 von 30. Ah, Mission ist wieder da. Ein Moment. Ach komm. So. Mission. Da ist sie. Was haben wir denn diesmal? Eine Einladung zum Abendessen? Okay. Reiseziel. Können wir euch nehmen. So. Aber zu welchem Abendessen? Von ihm nicht. Und wer ist es? Ne, Elise kann es auch nicht sein. Die Assassinen auch nicht. Wer mich einlade zum Abendessen, denn wäre schon extrem komisch. Ist auf jeden Fall hinter uns hin, okay. Sag mir jetzt, wer die Revolution ist. Gut, lass mich doch nicht angreifen. War ich nicht? Ist mir aus der Hand gerutscht. Das rechts sieht aus wie so eine Wahlurne. Jetzt nicht mehr. Da können wir auf jeden Fall erstmal hoch. So hochgeschleudert wird. Jetzt kann ich hier wieder runter. Kann ich jetzt fischen? Nee. Auf jeden Fall nicht die richtige Richtung. Müssen die wieder reinkommen? Will ich da nicht. Oder? Naja. Die war erst immer so schön. Scheiß auf Umwege. Der direkte Weg ist der schnellste. Dabei würde Dächer gehen, geradeaus gehen und dann wieder runterspringen. Optimal. Verlieren wir etwas Zeit, aber. Ja, guck mal, komplett auf der anderen Seite. Geh einfach wieder runter. Jetzt hätten wir rumlaufen müssen, das hätte ja auch zu lange gedauert, glaube ich. Und voilà. Angekommen.
Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Okay. Ach, guck mal. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung. Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Armer Mann, armer Mann. Leider ist es meine Geliebte. Wer wusste aber, dass ich dahin will? Hatten sie bestimmt vorher abgequatscht. Was weiß ich. Zum Café Palais Royal, glaube ich, ne? Laden, speichern, speichern, laden. Oh. Optionen für uns. Weinlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Talien. Welche Optionen haben wir? Definitiv Weinkeller. Irgendwas mit Weinkeller und Fenster putzen. Einmaliger Attentat ein. Zugänge 14, 69 Wachen, 17 Verstecke, okay. Ihn finden. Attentatsgelegenheit, okay. Tot. Warum? Das ist genau die gleiche Flugbahn, in diesen scheiß Heuhaufen zu fallen. Aber nein, der wird her. Klatscht der mitten auf dem Boden. Gut, würde ich sagen. Dann machen wir's. Halt nochmal daneben. Super Spiel. Danke. Ich mach's extra an dieser Stelle, damit ich vielleicht drin landen kann. Aber nein. Muss ja nicht sein. Ist ja nicht dafür vorgeschaffen.